hab's ihm schon so oft gesagt, Junge. Lass es dir gut gehen, solange es geht. Wer weiß, wie lange wir noch so viel zu mampfen haben. Aber nee. Nee. Der Superhero von Rivellon, der nichts anderes macht, wie durch die Gegend zum Rennen und Kreaturen zu zerhäckseln. Sagt, nee, Fastenzeit, momentan Ramadan 2.0. Aber das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Jetzt würde ich sagen, arbeiten wir uns von oben hier nach unten durch. Wir ziehen den Kreis jetzt immer enger. Ich laufe hier noch kurz den Weg einmal ab. Nur auf Nummer sicher zu gehen, dass hier uns keiner entkommt. Und dann haben wir bald die komplette Ork-Armee vernichtet. What the fuck? Was ist mit den Menschen los? Oh, da ist sogar ein Zwerg. Das sind sogar tote Zwerge. Da haben Zwerge gegen Orks gekämpft. Nice. Finde ich aber auch geil, dass man das mal sieht. Weil sonst sieht man ja nur die Menschen, die sich gegen sie wehren. Aber das ist nice. Okay. Dann, Freunde. Zwecks dem Kasten Bier. Wir werden hier. Okay, das sind Ork-Veteranen. Vorsicht. Was ist das Elite-Riesen-Ork? Er ist natürlich schon eine etwas andere Nummer. Okay, ich hab verstanden, Freunde. Ich hab verstanden. Ihr seid nicht so gut gelaunt. Krass, okay, das ist jetzt das erste Mal seit langem, dass wir wirklich Probleme bekommen. Reicht nicht, dann schlafen wir uns mal kurz aus. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Okay. Na, stell dich mal hier hin, so genau. Damit funktioniert das nicht. Das kann ich dafür nicht verwenden. Ah, wir haben die Spinnenfallen noch, okay. Ja, ob die wirklich was bringen, ist so eine Sache. Oh, Junge. Gut. Gönn dir mal eine Schutzaura. Und ich mach mal den Dämon bereit. Let's go. So, Freunde, wir reden auch ein bisschen mit. Yo. Elite Riesenorg Stufe 39 bloß. Das habe ich nicht erwartet. Okay, der Erfahrene ist halt nur Stufe... Ja, 23, okay. Geh mal da rein. Was haben wir hier? Dieses Buch wurde angeblich von dem berüchtigten... Ach so. Oh, Sieg. Dieses Buch wurde angeblich von dem berüchtigten Ork-Freibeuter Khoram Blutkeule verfasst. Einige behaupten, Khoram sei bereits vor 10 Jahren gestorben. Andere glauben, er könnte noch am Leben sein. Das Alter dieses Buchs könnte für ihn als Autor sprechen und zudem war Blutkeule trotz seines Namens ein Ork von Bildung und Geist. Vielleicht stammt dieser Wälzer wirklich aus Blutkeules eigener Feder.
Es wäre erfreulich, wenn weitere Fragmente dieser Geschichte wiedergefunden werden könnten. Das Abenteuer des Traumedelsteins aus den Erinnerungen von Koram Blutkeule. Abenteurer und Juwelendieb. Letzter Teil. Sieg? Der Traumedelstein, das wertvollste Juwel in ganz Rivellon, war endlich in meinem Besitz. Schatten, die diebische Zwergin in meiner Begleitung, war über die Tatsache, dass ich ihr das Leben gerettet hatte, in Wut entbrannt. Manche Frauen sind in diesem Punkt empfindlich. Ich bückte mich über den Zauberer Hastor, den Alten, um mein Schwert aus seiner Brust herauszuziehen. Dabei hörte ich seine letzten Worte. Verdammt, sollst du sein? Ich hatte schon Schlimmeres gehört und ohne Zweifel ließ er damit seinen Gefühlen freien Lauf. Als ich mein Schwert abwischte, erbebte der Turm. Ich drehte mich um und wollte Schatten nach einer Erklärung fragen, doch war sie bereits zur Treppe geeilt und auf dem Weg nach unten. Doch hat Mutter Blutkeule keinen Idioten großgezogen. Bevor der Turm ein zweites Mal erbebte, hatte ich mich aufgemacht, Schatten zu folgen. Zum Glück waren sämtliche Fallen auf der Treppe reiner Illusionszauber und wir waren in solcher Hast, dass unsere Gehirne in der Panik gar keine vorgegaukelte Gefahr hätten wahrnehmen können. Als wir schließlich unten durch die Eingangstür nach draußen in den verschneiten Garten gestürmt waren, bemerkten wir noch eine letzte Erschütterung des Turms. Doch dann blieb alles ruhig. Kein Einsturz, nichts. Es tut mir leid, wenn dadurch die Geschichte einen Höhepunkt einbüßt, aber so trug es sich nun mal zu. Nachdem ich mich von der Überraschung erholt hatte, nicht mit dem Staub von einstürzendem Mauerwerk überschüttet worden zu sein, bemerkte ich, dass Schatten einfach von dannen zog. »Wo willst du hin?« rief ich ihr nach. »Willst du dich nicht am Traumedelstein ergötzen? Ich dachte, diese Dinge machen das Leben für euch Zwerge lebenswert.« Sie drehte sich um und lächelte mich an. »Was soll's?« rief sie. »Es ist doch einfach nur ein Steinbrock.« Einen quälenden Moment lang dachte ich, unser Abenteuer hätte sie in eine Philosophin verwandelt. Doch als ich auf den Stein in meiner Hand blickte, sah ich in der Tat nur einen brockenschnöden Granit. Hastors Magie war die Illusion. Erinnerst du dich? Sagte Schatten, als sie an meine Seite zurückkehrte. Vor Jahren hat mir Zandalor der Weise erzählt, dass der Traumedelstein nur eine Projektion von Hastors Ego ist. Ein ziemlich aufgeblasenes Ego, so viel ich in der kurzen Zeit mitbekommen habe, bevor der Zauber verblasste. Aber du hast dein Leben riskiert, schrie ich. Das alles für die 1000 Goldstücke, die du mir zu Anfang gezahlt hast, damit ich in dein Vorhaben einsteige. Unterbrach mich Schatten sanft. Dafür und für die Möglichkeit, mit Hastor meine Kräfte messen zu können. Und was soll mir diese ganze Farce bringen? Brüllte ich. Eine Liebesnacht mit mir? Mein hübscher, großer, grüner, antwortete sie mit einem Augenzwinkern. Wobei uns, fuhr sie fort, bis zum Morgengrauen noch einige Stunden verbleiben. Und beim Begleichen von Schulden war ich noch nie knauserig. Ich zögerte kaum eine Sekunde. Dann ließ ich den Stein fallen und folgte schattenfreudig zum Tor der Gartenmauer, von wo aus, so war ich sicher, wir uns auf den Weg zu unserem gemütlichen kleinen Lager machen würden. Wie schon gesagt, Mutter Blutkeule hat keinen Idioten großgezogen. Das Ende vom Abenteuer des Traumedelsteins. Dieses Spiel steckt voller Weisheiten fürs Leben. Ja, moin! Du hast die ganze Party verpasst, Junge. Denk, ein Taschentuch parat? Ah ja. Uno momento, por favor. So, sind wir wieder da? Ja. Das Spiel steckt voller so kleiner Weisheiten. Also so lehrreiche Geschichten, wisst ihr? Ja, die Killerskorpione sind ganz schön mitgenommen. Wir müssen jetzt bloß schauen, dass wir wirklich alles mitnehmen und nichts übersehen. Scheinen geübte Köche zu sein, Jungs. Ja, auf einen Angriff direkt auf ihr Lager waren sie halt dann doch nicht vorbereitet. Unsere kleinen Grünis, ne? Ah, ein erfahrener Riesenorg. Boah, der hat den gewonnen-hittet. Kann man machen.
habe da was. Oh Gott, Alter. Boah, Elite-Riesenorg. Okay. Hey, was? Was? Ihr seid völlig bescheuert. Ihr seid völlig bescheuert. Euer Damage ist einfach nur abartig. Ja, wir sind ein paar Brote losgeworden. Wir haben ein super Elixier bekommen. Wir haben eine super Ausdauer gewonnen. Bekommen? Irgendwann müssen wir schauen, was wir mit diesen komischen Dingern machen können. Eigentlich ein schöner Dolch. Ja, komm, dann hauen wir euch immer auf die Fresse. Wenn ihr es unbedingt wollt. You want it, you get it. You want it, you get it. Nein. Leute, meint ihr, wir arbeiten das ab, damit ihr wieder an den Ort zurückkehren könnt, wo ihr vorher wart? Halt, stopp. Hier war irgendwo noch was, ganz sicher. Da. Das habe ich vorher gehört und dachte, dass es einfach wieder mal fusioniert ist mit der Umgebung. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ja, dieses Mal ist es auch absolut zurecht. Ich bin überladen. Also ausgerüstet sind die Jungs, ne? Ich bin überladen. Ach, diese Orks. Man kann nicht mit ihnen und man kann nicht ohne sie. Das kann ich dafür nicht verwenden. So, leider Gottes. Funktioniert das nicht. Das kann ich dafür nicht verwenden. Damit funktioniert das nicht. Das kann ich dafür nicht verwenden. Aber wir werden den ganzen. Damit funktioniert das nicht. Scheiß in Jahrhundert nicht los. Das kann ich dafür nicht verwenden. Niemals. Ich hau den Call jetzt einfach raus. Ich sag, wir kriegen das nie los. Da, sauf mal ein bisschen was. Aber ich werde einfach... Wir werden immer wieder verkaufen gehen. Werden was los davon. Aber wir werden jetzt da nicht zwingend alles verkaufen müssen, okay? Also macht euch da keine Sorgen. Der alte Odin hat auch ein bisschen Gnade mit euch. Stresst euch da nicht. So. Das schreit regelrecht nach einer Gifthaut. So, da ist der Ork-Teleporter. Ich brauche die magische Schrift. Okay. Ich sehe da unten ein grünes Kreuz. Also einen verbündeten Charakter. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Aber wir haben eine Jit-Ustere bekommen. Fügt dem verhindernden Gegner einen sehr hohen Giftresistenzbonus zu. Das sind die mächtigsten Runen, die es in dem Spiel gibt, Freunde. Minimap. Hier waren wir schon drin, oder? Ah ja, das ist die Waffenkammer. Und hier waren wir auch schon drin.
Nee, aber das ist nur eine Schlafkoje, okay. Irgendwo hier muss doch die Schriftrolle sein, oder? Wäre interessant zu wissen, wo die Orks eigentlich herkommen. Wo ihr Land ist. Wo die sich formiert haben. Ich meine, schau dich das mal an. Die sind top ausgerüstet hier. Die haben unfassbar viele Waffen dabei. Aber wie gesagt, mit der Lore ist es rar gesät in dem Spiel. Ja, Jungs. Ja, Jungs. Ist schon wieder... Ist schon wieder SummerSlam, oder was? Was ist da los? Das kann ja nicht sein. Ja, kommt er oder kommt er nicht? Na, dann bleibt er erstmal da unten. SummerSlam, Summer Jam natürlich. So. Aber ausgewogen ist die Ernährung auch nicht, ne? Also so für die heutigen Standards? Nicht sehr ausgewogen. Ich will auf jeden Fall noch diese Ork-Schriftrolle finden. Wenn ich die nicht krieg, dann werde ich grantig. Müsste eigentlich sowieso einer der letzten Schriftrollen sein, ich die uns noch... Überladen. Okay. Wenn ich das noch so halbwegs anständig im Kopf habe, müsste das eine der letzten sein, die uns noch fehlen. Die Imps möglich. Die Imps könnten uns noch fehlen, ja. Damit funktioniert das nicht. Das kann ich dafür nicht verwenden. Damit funktioniert das nicht. Ja, unsere Nahrungsvorräte sind immer noch geistig wie behindert. Hau mal das weg. Ich brauche dieses ganze Ausdauergedöns nicht. Es wird viel in dem Spiel passieren. Die Ausdauer wird uns nie ausgehen. So, was haben wir? Elite-Riesenorg. Ja, der heute Mittag irgendwie Chili oder sowas. Streitkolben der Verordnung. Waffen mit wunderschönen Effekten, aber einfach so useless. Also, das kann ich dafür nicht verwenden. Es gibt nichts, was... Damit funktioniert das nicht. Ja, gewiss. Wisst ihr, es gibt halt nichts, womit du das ausgleichen könntest, dass die Waffe am Ende nur 35 Schaden macht. Jetzt ist doch was, Junge. Oh, jetzt folgt uns der andere nicht mehr. So, wir haben noch ein paar kleine Magietränke, oder komm, gönn dir doch mal ein bisschen was. Wir haben so viel Stuff. Uns geht's so gut. So, das sind die Randlager. Die sind wahrscheinlich alle relativ gut besetzt. Jeder davon aus, weil die Grenzen zu so einem Lager musst du natürlich ultra gut schützen. Deswegen bin ich momentan so, ja. Hier wird's gut abgehen.
Ein Morgenstern, schön, die ganzen leichten Waffen, ich liebe es. Gelegentlich ein wenig Zurückhaltung. Geh dich mal ein bisschen rein, Junge. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich sicher mal lieber. Wir haben einen kleinen Bug. Wir haben einen kleinen Bug auf der Minimap. Und zwar seht ihr das da, der rote, das große X ist noch da. Das rote Kreuz ist auch da. Ja. Ist was, Junge. Oh shit, das war eine... Ja. Es ist wurscht. Es ist einfach wurscht. Ja, nice. Noch irgendjemand, den wir vergessen haben? Irgendjemand, der noch unbedingt ein Schwert in der Brust haben will? Das ist doch so euer Endziel, oder? Als Ork. Als Ork will man doch eigentlich mit einem Schwert in der Brust sterben. Ja. Gib dir mal ein bisschen Schutz. Ich denke, das tut's ganz gut. Nix, nix, nix. Nicht, nicht, nicht. Okay.